Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, beim letzten Mal haben wir darüber überlegt, wie wir wieder den Schlamm ein bisschen in Gange bringen, weil wir jetzt ja so wenig Schwefel mittlerweile kriegen. Einfach weil unsere Verarbeitung ja relativ flüssig wieder läuft. Und wie es ausschaut, haben wir auch hier mittlerweile ein Problem, weil wir einfach wesentlich zu wenig produzieren, scheint mittlerweile unsere Düngerproduktion zu sinken. Ist jetzt auch nicht unbedingt das Schönste, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wir dafür wieder jetzt hier den Kollegen anschmeißen müssten. Also ihn... Nee, wenn wir ich pause dich hier. Weil ja die ja, die scheint jetzt dann zu wenig kriegen und die haben zu wenig Ammoniak. Dann muss ich dich wohl wieder anschmeißen. Aber rein theoretisch hat doch der vollkommene Priorität. Und dasselbe muss ich hier drüben machen. So, bedeutet... Ich werde hier unten jetzt einen zweiten Hafen hinbauen. Einen kleinen, feinen zweiten Hafen. Die Idee dahinter ist... Ich bin gespannt, ob das funktioniert, so wie ich mir vorstelle. Ich werde jetzt offiziell Schlacke zum Verkippen deaktivieren. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir vorstelle. Du bist Schlacke. Immer voll halten. Verkippen, Schlacke rausnehmen. Gut, und ich will jetzt eigentlich schauen, dass ich hier von da drüben eine Leitung hier irgendwie rüberkriege. Dann können wir das auch gleich mit Wasserstoff fahren lassen. Gut, dann hätte ich gerne hier einen... Achso, warte mal, du musst den Vertrag erst annehmen, ne? Ne, warte mal, was will denn von mir? Kein Frachtschiff im Frachtdepot. Oh! Bedeutet, wir müssen erstmal dafür... Schau, jetzt ziehen sie uns die Schlacke raus. Haha, schau an. Ich mache hier gleich noch ein Lager hin, einfach als Zwischendepot. Dann müssen wir jetzt kurz auf die Karte gucken und schauen, wo wir zur Hölle noch ein Schiff kriegen. Ich glaube, wir haben bestimmt noch irgendwo eins frei. Schiff, Schiff, Schiff... Hier ist noch eins. Reparatur beginnen. Beladen des Schiffs, bitte beginnen. Ich habe hier noch so viel im Export, seht ihr das? Alles mit, ich habe hier sogar Werkmüll und alles noch. Plastik, Glas. So viele Reste einfach noch. Schau mal, das unreine Kupfer. Löschen wir. Die löschen wir auch mal. Da werde ich nie wegkommen von. Auch den Eisenschrott und den Kupferschrott. Das braucht kein Schwein mehr. Das Eisenerz ja auch. Ich tue all das mal weg, was ich, glaube ich, in der nächsten Zeit absolut nicht brauchen werde. Das lasse ich. Wo ist es denn? Ich habe sogar... Das hier lasse ich, weil das werde ich sicher noch brauchen können. Papier, ganz ehrlich, nein. Sie liefern aber schon fleißig und es fehlt eigentlich noch 60 davon. Oh. Haben wir echt das Stromlimit langsam erreicht? Erstaunlich. Wir werden natürlich auch sehen, ob sich damit unser Limit, ob das Limit sich ausreicht oder nicht. Ich hoffe mal, weil dann könnten wir hier wirklich einen Sauerstoff- oder so einen Schwefeltipper bauen, mit dem wir arbeiten können. Das wäre natürlich cool. Mal schauen, wie viel Schwefel hier schon auf Lager liegt. Holy moly. Und die liefern natürlich auch nach, ne? Das endet ja nicht. Aber damit könnte ich wenigstens meine Schwefelmenge mal ein bisschen erhöhen und damit dann auch wieder mein Schlammlevel, weil das ist ja aktuell das Problem, das wir haben. Kein Schwefel.
Dann fütter ich das hier irgendwo einfach ein, dass das sozusagen jederzeit läuft, wenn nichts von den Hauptstrecken kommt, also von uns. Wie schaut's denn aus? Kann ich schon? Sind gut, okay. Dann hol bitte das. Schiff ist zu stark betätigt. Gott damit, warum bist du noch nicht repariert? Was der andere hier? Riesenbagger bemüht sich, sein Ziel zu erreichen. Wo willst du denn hin? Oh Gott, damit haben wir zu viel tief gegraben. So, jetzt halt, grabt nochmal. Hups. Habe ich mich eventuell vergraben? Könnt ihr das nicht gleich verkippen? Ich glaube, wir teilen uns auch nicht mal die Oberfläche diesmal. Aber sie machen es ordentlich und sauber, das finde ich schön. Die Kollegen graben sich hier schön durch, das ist super zu sehen. Alter, unsere Eisenmine ist halt immer noch brutal, ne? Vor allem auch einfach massiv, wenn wir da drüber gehen. Wir sind halt sehr knapp immer aktuell am Stromlimit, das ist so ein bisschen eine Sorge, dass wir wirklich mittlerweile am Limit agieren, wie es ausschaut. Jetzt sind wir wieder gerade unten, aber ich habe halt auch aktuell keine Möglichkeit zu erhöhen, weil ich glaube, wir sind am Dampflimit auch. Aber was mich interessieren würde, nutzen, wir nutzen dich immer noch. Ernsthaft? Das war das, was ich eigentlich nicht schaffen wollte. Wie kann es sein, dass da immer noch nicht genug Throughput ist? Muss ich echt eine Viererleitung legen für Dampf? Wasserressource wird nur. Okay, das ist der typische. Ja, das ist das andere. Wie läuft es hier mittlerweile? Mittlerweile schaut es ganz gut aus. Ja, Kraftstoff haben wir mittlerweile gut auf Lager. Mittlerweile wird es auch wieder so, dass unser Wasserstoff langsam ausgeht. Deswegen brauchen wir diese Anlage so dringend. Was ich schön finde, wir haben schon fast über 4000 auf Lager. Bedeutet, das sollte wenigstens in der Zukunft kein Problem darstellen. Weißt du was? Grabt das hier auch noch ab. Ja, wir haben schon ein bisschen was auf Lager, ne? Aber mittlerweile stehen wir auch relativ gut wieder da, wie es ausschaut. Also ich denke mal, diesmal sollte das besser gehen wie davor. Er tankt auf. Ja, wir sind halt mittlerweile, Wasserstoff ist halt
nicht mehr unbedingt so gut wie... Wait. Ach so, weil das hier abzieht. Oh, wenn der hier schon runtergeht. Wir brauchen dringend wieder Schwefel. Aber da brauche ich sonst nichts für, oder? Was fehlt denn hier? In letzter Zeit wieder saures Wasser. Und jetzt habe ich gedacht, ich habe schon so viel in Produktion, aber wie es ausschaut. Ich komme nicht mal mit der Säure nach. Das ist ungute Sache allgemein. Darf ich jetzt bitte das Schiff verfahren? Ja, danke schön. Oh, das könnte unangenehm werden, meine Freunde. Das könnte sehr, sehr unangenehm werden. Das könnte halt echt unangenehm werden, wenn es so weitergeht. War schon angekommen, cool. Das arbeitet, bedeutet, wir haben gleich ein Schiff bereit. Dann können wir das Ganze mal anschließen. Und schauen, wie viel saures Wasser wir da rauskriegen. Schau an. Also erstens kommt das Schiff hier an. Zweitens wirst du getauscht. Und drittens brauchen wir hier ein... zwei Terminals. Und zwar einmal ein Flüssigkeitsmodul. Oh, fuck. God damn it. Ich habe mir gerade selber ins Knie geschossen. Aber ich kann es selber lösen, das ist vorteilhaft. So, warte mal. Flüssigkeitsmodul M, komm schon. Flüssigkeitsmodul M und ich hätte gern ein Schüttgutmodell auch L. Dann brauchen wir ein U-förmiges Förderband 3, was von hier nach hier läuft. Mein Vertrag zu. Ach, warte mal. Dann muss ich den Vertrag noch annehmen. Wo ist er? Schlag jetzt zu saures Wasser. Bei wem brauche ich den Ruf mindestens? Einen Ruf von mindestens 3. Wer ist es? Wer ist es? Wer ist der Ruf mindestens 3? Weltkarte. Wer bietet diesen Handel an? Wer von euch ist es? Du, ich brauche bei... Was habe ich bei dir für einen Ruf? Spenden. Mir wurscht, wie spendet es. Beladen des Schiffes. Mir wurscht. Ich habe zu wenig Mitarbeiter. Oh, oh. Dann heißt es Upgrade und Upgrade. Alles für den Schwefel. Ich sag's euch nur. Alles für den Schwefel. Und für nichts anderes. Ich will nur diesen scheiß Schwefel haben, bitte. Mir Schwefel.
Wann kommt das blöde Schiff wieder? Kommt das überhaupt wieder? Ach, das chillt, oh Gott, das chillt da hinten. Das chillt da hinten einfach. Ich habe jetzt so ein bisschen Zeitdruck einfach, weil ich weiß, dass wir auf Zeit laufen, bis unser Wasserstoff leer geht. Wir haben ja immerhin schon ein großes Lager an Ressourcen frei. Und ich werde hier gleich auch mit vielleicht ein bisschen Abstand. Mir eine ein bisschen vorstehende Rohrleitung 3 gönnen. Die sich hier anschließt. Weil das wäre dann der erste Schritt zu dieser Anlage, die wir bauen. Ich hoffe, dass das funktioniert, ganz ehrlich. Du bist der, mit dem ich noch verbessern muss, ne? Fordern Sie unser Schiff an und ausliefern. Gut. Hau ab, Junge. Flieg hin, so schnell wie du kannst. Ich brauche diesen blöden Vertrag. Weil je länger die stehen und kein Schwefel mehr liefern, beziehungsweise kein Schlamm und wir keinen Schwefel liefern, desto eher sind wir dran, dass unser System nicht mehr funktioniert. Und dann kriege ich einen Herzinfarkt, ich sag's euch. So. Alles hier durchplanieren. Was zu tun. Darf ich jetzt diesen blöden Vertrag annehmen? Bitte, 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 bitte. Du kommst nach Hause, bitte. Vertrag. Abschließen. Jawohl. Gut. Vertrag zuordnen. Du bist auch zugeordnet. Nice. .335 für 145. Wäre natürlich ein guter Deal. Ich kriege meine Schlacke los dauerhaft und ich kriege dafür das Produkt, was ich eigentlich gedacht habe, dass ich nie haben möchte, einfach geliefert. Das Produkt, das man nie haben wollte. Das muss man sich auch mal vorstellen. Man kriegt einfach ein Produkt, was man eigentlich nie haben wollte, aber jetzt hat man es halt einfach, ne? Da kommen sie schon mit der nächsten Lieferung. Ich hoffe halt, dass wir das gut hinkriegen. Komm so schnell wie möglich wieder, mein Freund. Ich will mir überlegen, ob wir es vergrößern, einfach weil Scheiß drauf. Wenn wir das Ding vergrößern, was haben wir zu verlieren? Eigentlich, ne? Ich krieg höchstens mehr rangeschafft, kann mehr wegbringen und habe einen größeren allgemeinen Umsatz. Weil wenn er mal steht, dann steht er halt, ne? Das Schiff steht ja hier auch mittlerweile. So, er saugt aus. Und da kriegen wir die schöne Ressource, die uns so sehr fehlt aktuell.
Man glaubt kaum, dass ich mich mal drüber freue, dieses blöde Produkt zu sehen. Schau mal, die Anlage ist immer noch leer. Das ist der pure Wahnsinn. So, warte mal, wir haben doch hier mal so eine Testanlage aufgebaut. Ich schneide euch mal aus hier. Legt euch wohin, wo ihr nicht unbedingt im Weg seid. Und ich kopiere dich. Und das Ganze baue ich mir hier auf. Wie schaut es hier aus? Wird es voller oder leerer? Ich glaube, es wird voller. Upgraden wir dich auf dem Viererdepot, bitte. Stopp, stopp, stopp. Ihr tut das nicht so machen. Was krieg ich denn noch aus Ammoniak, genau? Bisschen voll halten. Hier auch Kohle bitte halb voll. Nur für die ersten paar Schritte. So voll wollte ich das jetzt gar nicht, aber danke. So, schauen wir mal, ein großes Flüssigkeits. Wir wollen jetzt hier noch ein großes Flüssigkeitsmodul und hier auch ein großes Flüssigkeitsmodul. Wir upgraden direkt mal. Kann ich das hier denn noch abreißen? Vielleicht komme ich dann noch hin, dass ich bevor das... Also erstmal wirst du auf dem L geupgradet. Und hier brauchen wir noch für Schüttgutmodul ein neues hin. Dann hoffen wir mal, dass wir damit noch gut rankriegen. Was ist dein Problem? So, jetzt aktuell kriegt er natürlich nur von einer Ladung was. Genau, warte mal, wir schließen jetzt direkt. Also jetzt erstes bauen wir mal die Straße, Rampe. Was heißt schon mal gut ist, wenn es funktioniert. So, warte mal. Mir scheißegal, wie es am Ende ausschaut, Hauptsache es funktioniert.
Wie, die kommen da nicht mehr hin? Oh. Weil der Weg da oben war. Entschuldigung. Ihr kommt gleich wieder hin. Gebt mir eine Sekunde. Stopp. Ihr könnt schon wieder rauf. Vielleicht tun sie sich dann umentscheiden, wenn ich es ihnen so sage. Jetzt geben wir es eine 5. Yes, jetzt ist wieder alles erreichbar. Ist ja noch ein paar brauchen gleich, bis sie es checken. Ey, warte mal, wir haben den Ammoniak jetzt auch zu verarbeiten, ne? Bedeutet, wir werden hier mal schnell ein Lager hinsetzen. Wo wir das Ganze auch anschließen können. Bedeutet, die Anlage sollte schon laufen und uns jetzt fürs Erste produzieren. Und wenn er natürlich genug nachkriegt, das Ganze liefern kann und alles, warum nicht? Es ist ein Schlacke, geh für saures Wasser. Saures Wasser kriegen wir wieder Matsch. Aus dem Matsch kriegen wir wieder unseren Wasserstoff, der mittlerweile eh schon wieder leer wird. Und das macht mir zu Sorgen. Ach schau, wir bleiben immer noch sehr, sehr gut dabei. Schau mal, wie lange der warten muss, dass er da losfahren kann. Das ist ungut. Und dafür kriegen wir Tonnen an Schlacke. Also um Schlacke-Lagerverhältnis würde ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen machen. Sind wir so schlimm dabei? Nee? Er hat nur einen Tank noch nicht mal ganz gefüllt. Oha. Kann es sein, dass ich hier wirklich noch ein drittes Schüttmodul brauche in dem Fall? Scheint fast so, ne? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen baff. Ich hätte nicht erwartet, dass ich so viel brauche davon. Nein, ups, da wollte ich nicht hin. Liefern. Und dann halt noch ein U-förmiges Ding hier anschließen. Na, Share, er liefert. Aber Share ist nicht mal leer. Ist ja eigentlich eine gute Sache, wenn er nicht wirklich leer ist, weil dann können wir mehr liefern. Wenn wir da draußen wirklich einen prosperous Handel machen könnten, wäre das natürlich Hammer. Aber dafür müssen wir halt so viel an saurem Wasser und alles bekommen. Ist halt dann natürlich schon eine heftige Sache. Er fährt schon wieder. Und wenn wir den Schlamm irgendwie so rauskriegen, dass das funktioniert, das wäre ja der Hammer. Wir müssen nur diese Anlage wieder vollkommen in Betrieb kriegen. Und wenn das funktioniert, wäre das eine mega geile Hafenanlage. Habe ich den Sechser schon rein theoretisch? Wenn wir davon sprechen schon. Hätte ich die Möglichkeit, auf einen großen Sechser umzusteigen? Ich hätte sogar die Möglichkeit, auf einen Achter umzusteigen. Das wäre vielleicht ein bisschen brutal, ne? Das wäre vielleicht ein bisschen mega brutal, aber wir hätten die Möglichkeit,
einen Riesenhandel draus zu machen. Schau, er liefert aber wieder. Er hat ein bisschen was übrig, alles drum und dran. 50 steht schon auf Lager. Ich muss natürlich sehen, was ich mit dem Ammoniak, mit dem restlichen mache. Ist halt leider echt so, dass wir zu wenig eigentlich noch machen. Aber es reicht ja schon wieder, weil wir nicht so viel produzieren, wie ich denken würde. Nee, wir sind am Limit eigentlich schon wieder. Wir sind schon wieder am Limit. Aber es scheint aber auch uns gerade hier wenigstens ein bisschen aufzuhalten, dass es schief läuft. Halt wenigstens ein bisschen. Ich muss einen weiteren Weg finden, ganz ehrlich. Und wenn ich hier oben Farmen bauen muss, damit ich mehr produzieren kann, ich glaube, das ist am Ende wurscht. Also es ist halt einfach... Wie viel ich produziere. Aber Kartoffeln wären ein guter... Wären ein sehr guter Weg. Vielleicht müssen wir echt eine Kartoffelfarm bauen noch. Einfach eine simple Kartoffelfarm, die uns das Ganze liefert. Damit wir da weiterkommen. Beziehungsweise die Unterstützung halt nutzen können. Also sagen wir mal, hier vorne kriegen wir so viel eigentlich an Kartoffeln, die wir nicht nutzen können. Vielleicht keine schlechte Idee. 2, 3 Felder aufstellen, Kartoffeln drüber fahren lassen. Dafür müsste ich halt meine Waldproduktion vielleicht verschieben. Es wäre auf jeden Fall eine Idee. Aber wir laufen. Ich finde es erstaunlich, wir laufen ja aktuell auch. Wait. Warum leeren wir den? Da ist das Paradigma, warum das dauernd so komisch ist. Du willst doch hoffentlich nicht hier rum, oder? Und ich such die ganze Zeit den Grund, warum das so komisch ausschaut von der Lieferung her. Ja, dann erklärt das einiges. Das erklärt dann einiges. Aber schau mal, wie viel wir hier brauchen. Es ist halt einfach eine Masse, die du so nicht bedienen kannst, wirklich, ne? Was macht viel saures Wasser? Das ist aber eine Sache, Leute, die müssen wir uns beim nächsten Mal anschauen, denn die Zeit ist schon wieder vorbei. Wir haben unseren neuen Hafen gebaut. Mit verbesserter Sache, mit neuen Hafen und. Wir schauen, dass wir da jetzt hoffentlich ein bisschen Profit wieder für den Wasserstoff rauskriegen, damit wir Wasserstoff wieder lagern können. Ich muss noch schauen, aber ich werde wahrscheinlich wirklich auf Kartoffeln umsteigen müssen, noch ein bisschen. Damit ich das vorankriege. Auf jeden Fall schaut es aktuell so aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.